B1.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS, deren Grundfläche die Raute ABCD ist. Die Spitze S der Pyramide ABCDS liegt senkrecht über dem diagonalen Schnittpunkt M der Raute ABCD. Es gilt, AB sind 7,5 cm, BD sind 9 cm, MS sind 6 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1. Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Strecke AC gilt, AC sind 12 cm. Zeichnen Sie sodann das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt A links vom Punkt C liegen soll. Für die Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist 1/2 und Verzerrwinkel Omega sind 45 Grad. So, zuerst soll man also zeigen, dass die Strecke AC 12 cm lang sind. Um das herauszufinden, schauen wir jetzt mal an, in welchen Dreiecken könnte AC liegen, von denen möglichst viel bekannt ist. AC liegt zum Beispiel in dem Dreieck ACS, allerdings kennen wir in diesem Dreieck gar nichts. Hilft uns also nicht weiter. Ein weiteres Dreieck wäre das Dreieck ABC. Von dem Dreieck kennen wir die Seite AB und die Seite BC, weil BC ist gleich lang wie AB, da die Grundfläche eine Raute ist und alle Seiten demnach gleich lang sind. Allerdings kennen wir nicht mehr, wissen nicht, ob das Dreieck rechtwinklig ist, deswegen bräuchten wir mindestens noch eine weitere Größe, die allerdings nicht gegeben ist. So, mit dem Dreieck ACD ist genau das gleiche Spiel wie ABC. Es sind zwar zwei Seiten bekannt, aber mehr nicht. Das heißt, wir müssen die Strecke AC so unterteilen, dass wir vielleicht noch andere Dreiecke beachten können. Auf der Seite 32 der Formelsammlung finden wir zum Beispiel den Hinweis, die Diagonalen halbieren sich halbieren sich. Der Schnittpunkt ist quasi der Mittelpunkt der Strecke BD und der Strecke AC. Daraus könnte man sagen, wir betrachten die Strecke AM und wenn wir die herausfinden, dann können wir sagen, AM mal 2 ergibt die Strecke AC. Wieder gleiches Spiel, wir suchen uns Dreiecke, wo die Strecke AM drin liegt und ja, bei denen möglichst viel bekannt ist. Beim Dreieck AMS kennen wir zwar die Strecke MS, wir wissen, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist, allerdings fehlt uns noch eine zusätzliche Größe, um weiterrechnen, also die Strecke AM berechnen zu können. Das heißt, das hilft uns nicht weiter. Betrachten wir das Dreieck ABM. Wir kennen die Seite AB. Wir wissen, dieses Dreieck ist rechtwinklig. Ja, dieser Winkel hier sieht zwar nicht rechtwinklig aus, aber das ist ja auch ein verzerrter Winkel. Ja, also das ist ja die Grundfläche, die liegt so schräg drin und die beiden sind demnach gleich groß. Demnach ist das ja auch ein rechter Winkel. Und zusätzlich, Diagonalen einer Raute stehen ja immer senkrecht zueinander, also muss der hier rechtwinklig sein. So, also AB ist bekannt, es ist rechtwinklig und wir bräuchten noch die Strecke BM. Allerdings kennen wir die auch, nämlich die Strecke BD ist angegeben mit 9 cm. Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke BD, also ist BM genau die Hälfte und demnach 4,5 cm. Da haben wir jetzt zwei bekannte Größen in einem rechtwinkligen Dreieck. Die dritte ist noch gesucht und das lässt sich dann recht einfach berechnen. Dafür brauchen wir ja, den Satz des Pythagoras, weil zwei Seiten sind gegeben, eine dritte Seite ist gesucht. Das funktioniert am besten über den Pythagoras. Den finden wir in der Formelsammlung auf Seite 29, wo es ja, hier allgemein heißt, c² ist gleich a² plus b². Oder wie ich immer sage, die längste Seite zum Quadrat ist gleich kürze Seite Quadrat plus kürze Seite Quadrat. Schauen wir uns an, die längste Seite liegt immer dem rechten Winkel gegenüber, also müssen wir mit der Strecke AB anfangen. Demnach können wir aufstehen, ab² ist gleich, und jetzt die beiden kurzen Seiten, mit welchen man anfängt, ist egal, am² plus bm². So, wir wollen ja am herausfinden, also formen wir das erstmal um, dass am² alleine steht. Man könnte zwar hier auch mit Hilfe vom Solver das Ganze in die Gleichung, in den Taschenrechner eingeben und lösen lassen, aber wir wollen es ja per Hand machen, beziehungsweise mit überformeln. Um am² alleine zu haben, schaffe ich das bm² einfach auf die andere Seite, vertausche noch die Seiten, dann habe ich stehen am² ist gleich
AB² minus BM². So, wir haben jetzt hier oben ein Quadrat, das heißt, um das aufzulösen, ziehen wir die Wurzel. Dann haben wir AM² ist gleich die Wurzel aus, jetzt setze ich schon mal die Größen ein, 7,5 Quadrat, die Zentimeter lasse ich jetzt wieder weg, weil es ja alles ein Zentimeter, minus und BM war ja die Hälfte, also 4,5 Quadrat, Zentimeter zum Quadrat. Und das können wir jetzt ganz normal in Taschenrechner eingeben und dann kommt raus, dass AM, ja Moment, jetzt habe ich jetzt das Quadrat zu viel, jetzt kommt raus, dass AM 6 Zentimeter sind. An dieser Stelle bitte aufpassen, erst einmal hier kein Quadrat mehr schreiben, so wie ich es gerade gemacht hatte. Und es könnte auch sein, dass der Taschenrechner vielleicht minus 6 als Ergebnis ausspuckt. Es liegt einfach daran, wenn wir die Wurzel ziehen, könnte es ja zwei Lösungen geben, eigentlich eine positive und eine negative. Da wir hier aber allerdings eine Streckenlänge berechnen, also hier AM, muss das Ergebnis positiv sein, weil es keine negativen Streckenlängen gibt. So, jetzt noch der letzte Schritt, man soll ja AC berechnen und AC setzt sich zusammen aus 2 mal AM. AM waren 6 cm, also ist AC damit 12 cm. Das war der erste Teil, jetzt heißt es hier weiter, zeichnen Sie sodann das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse liegt und A soll links von C liegen. Man fängt immer mit der Strecke an, die auf der Schrägbildachse liegt, in diesem Fall AC. Also zeichnen wir eine Strecke AC mit 12 cm. Genügend Platz nach oben lassen, damit man da nicht in die Rechnung reinzeichnet. So, hier haben wir den Punkt A, hier haben wir den Punkt C. Dann können wir gleich den Mittelpunkt einzeichnen, den Punkt M. Der liegt hier. So, und was wissen wir noch? Nämlich die Strecke MS zum Beispiel, also die nach oben, ist 6 cm lang und geht senkrecht nach oben. Wie es heißt, die Spitze S liegt senkrecht über den diagonalen Schnittpunkt und wird durch diesen rechten Winkel auch angedeutet. Dann habe ich hier meinen Punkt S, den ich jetzt noch mit Punkt A und C verbinden muss. So, zusätzlich brauche ich jetzt noch die Punkte B und D, die ja im Schrägbild liegen. Und zwar kommt jetzt hier dieser Streckfaktor Q und der Verzerrwinkel Omega ins Spiel. Hier haben wir eigentlich einen rechten Winkel. Da die Grundfläche ja so schräg drin liegt, heißt es, ersetze alle rechten Winkel durch den Verzerrwinkel. Also dieser ist gezeichnet 45 Grad groß. Gerechnet natürlich bleibt er 90 Grad. Also nehmen wir unser Geodreieck, zeichnen hier einen 45 Grad Winkel. So, und jetzt muss natürlich noch irgendwo B und D sein. Das sagen wir durch diese Angabe, BD sind 9 cm. Im verzerrten Bereich, also mit dem Verzerrtfaktor 1,5, erhalten wir für BD 4,5 cm. Das heißt, die Strecke BD ist gezeichnet 4,5 cm lang. Von M aus also 2,25 cm zu B und von M 2,25 cm nach D. Nehmen wir also uns Geodreieck, messen ab und dann erhalten wir hier den Punkt D und hier den Punkt B. Jetzt noch alle Eckpunkte miteinander verbinden. Das war jetzt zu unsauber.
Und wir haben unser Schrägbild fertig gezeichnet. Jetzt fehlt noch die Seite. Alle Seiten einzeichnen ist wichtig. So. Wenn man möchte, kann man jetzt noch überprüfen mit oben, mit der Skizze. Ja, passt. Und damit sind wir fertig.